Ja, einen wunderschönen guten Tag, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fußballmanager. Ja, ihr merkt's, ich habe eine Weile gebraucht, um mich von diesem Schock zu erholen. Wir haben Sonntag, den 7. Dezember gerade zum Aufnahmezeitpunkt. Ich habe über Nacht das Video freigegeben für das Pokalspiel. Das ist schon gute 2 Wochen her, seit ich das aufgenommen habe. Erstens hatte da in dem Moment kurzzeitig mal die Lust gefehlt, weiter aufzunehmen. Zweitens aber auch, wie gesagt, bin ich in der Berufsschule, da gibt es zurzeit ein bisschen Stress, was Arbeit angeht, was Hausaufgaben angeht und natürlich auch, was dann am Wochenende so alles abgeht, wo man keine richtige Lust hat, sich dann noch hinzusetzen und aufzunehmen. Von daher tut es mir wirklich leid, dass jetzt die ganze Woche kein Video kam. Jetzt mit dem Pokalspiel gab es dann das Comeback sozusagen. Ich habe mich jetzt hier hingesetzt und muss noch ein paar Folgen aufnehmen, damit ihr ein bisschen was zu sehen bekommt. Also, Tränen sind so langsam getrocknet, der Frust bei mir ist mittlerweile ein bisschen verflogen. 0:1 Niederlage gegen den 1. FC Union Berlin im DFB-Pokal-Halbfinale. Union in der 3. Liga, nur im Mittelfeld, und die schlagen uns tatsächlich mit 1:0. Eine ganz, ganz schwache Leistung unserer Mannschaft, auch wenn wir zurzeit Erster in der 2. Liga sind. Hier haben wir es mit dem CFC. Es ist natürlich bitter. Es ist natürlich bitter, denn dieses Pokalfinale, es wäre so gut wie sicher die Teilnahme an der Europa League gewesen. Das wäre natürlich geil gewesen. Was richtig hammergeil gewesen wäre. Wir steigen auf in die 1. Liga und starten sofort in der Europa League. Das wäre ein Geldsegen für uns gewesen. Wir sehen es. Also, ich weiß nicht. Ja, das hat die Mannschaft einfach vergeigt. Jetzt geht es gegen Arminia Bielefeld in der 2. Liga. Bielefeld steht momentan. Ja, wo stehen die denn? Gucken wir mal nach hier. Bielefeld auf Platz 14. Das ist natürlich wieder ein Pflichtsieg, den wir einfahren müssen. Von daher gibt es da keine Diskussion. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die Aufstellung bearbeitet hatte nach dem Spiel gegen Union. Es ist, wie gesagt, fast 2 Wochen her, dass ich die Folge aufgenommen habe. Ich glaube, Bellarabi hatte gespielt und Modric hatte gespielt, ne? Lodric, nicht Modric. Mitja Lodric hatte gespielt. Von daher stellen wir heute Mauersberger und Push wieder zurück in die Anfangself. Und beim anderen belassen wir es dabei und würde sagen, starten wir hinein ins Spiel gegen Bielefeld. Es ist, ja, weiß ich jetzt gar nicht, wie viel das Spieltag da ist, das steht hier gar nicht dran. Natürlich ist es ein Textmodus-Spiel, alles klar. Wir starten hinein, es, ja, hier steht auch noch nicht, wie viel Spieltag da ist. Es ist, okay. Was haben wir unsere Mannschaft? Ja, eigentlich geht es ja jetzt bin ich tatsächlich reingekommen, weil ich hier den Text schon gelesen habe. Und zwar, unsere geile See wird heute sicher nicht von denen kaputt gemacht. Ganz bestimmt nicht. Das ist der 27. Spieltag. Auf geht's, Leute. Spiel gegen Bielefeld. Es heißt, es ist den Pokaltag vergessen. Etwas ungenauer Reingabe von Aaron Wolf, aber woher Push bekommt den Ball trotzdem irgendwie Richtung Tor. Ortega hat aber kein Problem im Prinzip, ja. Jetzt geht's zurück in den Liga-Alltag. Da sind wir momentan auf Platz 1 der Tabelle. 5 Punkte Vorsprung auf den Relegationsrang. Das lassen wir uns jetzt nicht kaputt machen. Nicht von diesem unglücklichen Ausscheiden im Pokal-Halbfinale gegen Union Berlin. Testrot, der Mannschaft, die den Pass zu Kloster selbst zu schießen, an der Stürmer verzieht da überhastet. Gute Stunde gespielt. Zenga kann da Push nun einen faulen taktischen Foul stoppen. Gefährliche Freistoßentfernung ist es auf jeden Fall. Da haben wir es also. Wir dürfen gespannt sein. Schellbrett setzt sich gegen David seinen harten Zweikampf durch, spielt ab. Mauersberger zieht ab. Und zwingt Ortega zu einer tollen Parade. Die erste richtig gute Möglichkeit hier für unsere Chemnitzer zur Frustbewältigung. Stefan Ortega allerdings mit der Glanzparade kann die Arminen hier noch im Spiel halten. 20. Minute, jetzt Erik Zenger passt diagonal in den Strafraum. Klos droppt den Ball, muss aber aus sehr spitzen Winkel aufs Tor schießen und bringt das wieder nicht mehr auf den Kasten. Kein Erfolg für die Bielefelder. Schellbrett schießt hart vom linken Strafraum weg aufs kurze Eck. Ortega reißt beide Fäuste und rettet zur Ecke. Also, unsere Chemnitzer, sie kommen gut rein hier. Kolja Push wird die Ecke ausführen. Dabei dreht sie bedrohlich auf den langen Pfosten. Doch Hornig kann man in einer guten Kopfballabwehr klären. Keine Gefahr in dieser Situation für den CFC, für den DSC.
Halbe Stunde gespielt. Nächste Chance Chemnitz. Den völlig vorgetragenen Angriff des CFC. Dann aber Achat mit einem unkonzentrierten Abschluss. Unkonzentrierten Abschluss, der nur zu einem Abschluss führt. Jetzt kommt der Push im Laufduell und der holt einen Eckball raus. Mal gucken, da sind wir eigentlich relativ gefährlich bei. 37. Minute, Kolja Pusch führt den Eckball natürlich wieder aus. Achatz und Dechard. Dechard steigt den Kopfball hoch, aber Dechard kann sich durchsetzen. Ortega muss da nicht eingreifen. Aber auf jeden Fall kann man konsternieren. Eine relativ gute erste Halbzeit von uns schon mal. Wolf schießt Horning an, holt die nächste Ecke raus. Auch ein Wolf, der sie auch hier ganz fest gespielt hat in der Mannschaft. In der Rückrunde hier. Jetzt Achatz tut sich dagegen, die Schachtel unfair mit dem Platz zu verschaffen. Es gibt folgerichtig Freistoß für Arminia Bielefeld. Und jetzt nochmal die Arminia, kurz vor der Pause. Extrem weiter Einwurf von Kulakov von der rechten Seite in den Strafen. Das ist fast schon eine Flanke. Zenga verlängert. Und Klos ist eine Winzigkeit schneller als Hector. Der Ball geht vom Innenpfosten unerreichbar für Müller über die Torlinie. Das ist das 1:0 für Arminia Bielefeld. 7. Saisontreffer von Fabian Klos. 2 Minuten Nachspielzeit. So, Wolf bekommt die gelbe Karte wegen Haltens. Und jetzt nochmal Chemnitz. Nachspielzeit, der erste Halbzeit läuft. Flanke von Wolf, die landet bei Fink. Geht von dort an die Querlatte und zurück ins Feld. Danach eigentlich haben unser Kopf vom Push. Doch Ortega tritt über den Ball und fällt mit ihm ins Tor. Da ist der Ausgleich noch. Klasse Reaktion von unserem Team. Kolja Pusch mit seinem 7. Treffer in der Saison bringt den Ball im Tor unter. Ortega mit dem dicken Patzer und hier kurz vor der Pause machen wir das Ding noch rein. Herrlich. Genau das war die richtige Antwort. Wenn wir das nicht mehr drehen, wäre das auch gelacht, Leute. Spielergespräche, Hofstetter, klasse. Dann natürlich Kolja Pusch, super. Und Anton Fink ebenfalls klasse. Und Achatz motivieren wir auch noch. Aram Wolf, Lob, der hat das Tor vorbereitet mit seiner Flanke und deswegen gibt es natürlich noch Massagen. Einmal für Jonas Hector, einmal für Per Schellbrett und auch für Mauersberger. Und dann weiter geht's in der zweiten Halbzeit. Klasse, wie wir da den Ausgleich geholt haben. Klos humpelt mit nach einem Zweikampf mit Hofstetter etwas. Naja, hat er auf die Socken gekriegt. 27. Spieltag, der Tabellenführer zu Gast in Bielefeld, 1:1. Alle Spieler haben sich jetzt in und um die Strafe in Bielefeld versammelt. Fink findet endlich eine Lücke und kommt zum Flanken. Aber der Ball ist zu kurz und wird von Dechard. Post wird wieder aus dem letzten Jahr rausgeköpft. Sie machen es ihnen da zu leicht, die Chemnitzer. Bielefeld hat keine großen Probleme hier abzuwenden. Fehlt ein bisschen die Kreativität hier momentan. Und der Schiefer lädt sich auf der rechten Seite durch, flankt auf Testroth. Der kann den Ball nicht kontrollieren und Müller geht dazwischen. Jawohl, unser Keeper. Kevin Müller und Kapitän ja mittlerweile auch schon. Klos zeigt an, dass es weitergeht. Ja, wäre bitter für ihn, für die Bielefelder. Wechsel jetzt, aber jetzt muss Klos doch runter. Jetzt muss Klos doch runter. Milan Skoda kommt rein für den Top-Torjäger der Berlinen. Oliver Dechard nimmt einen Zweikampf mit Achatz, das Bein etwas höher. Wischt sich gleich im Gesicht. Schiedsrichter entscheidet sich praktisch für eine gelbe Karte wegen gefährlichen Spiels für Oliver Dechard. Jetzt wieder die Arminien. Erneuter Fehlpass von Zenga. Da sind sie aber gleich auszurechnen. Und wir werden wechseln. Wolf geht runter. Hier kommt Janik Bandowski. Auch er darf mal wieder ran. Und sich ein bisschen beweisen. Hat ja einiges wieder gut zu machen. Nach seinen letzten Leistungen. Der gute Bandowski. Ehemals Dortmund und Dresden hier. Jetzt kommt Arne Falk für Erik Durm. Bei Arminia Bielefeld. Durm hat es also nicht mehr wieder geschafft als die Bielefeld. Ein Witz. Fink hebt deutlich vor den Zweikampf mit Testroth ab. Und wurde überhaupt nicht berührt. Okay, es gibt die gelbe Karte für Testroth. Jetzt Achatz mit dem Freistoß im Kopf von Bandowski. Der Freistoß 2:2 trifft. Jawohl! Da ist das Ding. Janik Bandowski. Das tut ihm enorm gut. Das muss ihm enorm gut tun. Zuletzt so sehr gescholten. Und jetzt macht er das 2:1 gegen Bielefeld. Klasse! Da stand er richtig, völlig frei, köpft ihn 1 und 2. Und Marcel Achatz mit seiner 11. Vorlage in dieser Saison. Das ist schon eine Marke. Und jetzt gibt es den nächsten Wechsel bei uns. Für Kolja Pusch wird Oliver Kirch wird kommen. Wir machen das Ding hinten dicht hier. Doppel-6 mit einer Abwehrriegel aufgebaut hier vor der Abwehr, um hier nichts mehr anbrennen zu lassen. Schau auf die Tabelle, jawohl. Das sieht auch wieder sehr, sehr geil aus.
Oliver Kirch kommt. Aber wir haben noch nicht alle drei Wechsel durch, von daher Nick. Wir gucken uns das mal an. Noch 10 Minuten. Hier ist Falken von Bielefeld. Kirch liegt noch ein Zweikampf verletzt auf dem Rasen. Lorenzo David spielt darauf in den Ball jetzt auch aus. Kirch geht zum Glück weiter. Ja, das wäre es auch gewesen. Oliver Kirch hat sogar die Kapitänsbedingung genommen. Guck an. Und jetzt wird es Zeit für den taktischen Wechsel natürlich. Für Anton Fink kommt Niklas Gronkh hier rein. Ein weiterer Abwehrspieler. So. Machen wir das hier. Bauen einen richtig fetten Riegel auf hier, aber da wird ja nichts mehr anbrennen. Da können wir mal von ausgehen, aber ja, einfach nur mal um die Zeit runterzudrehen hier natürlich. Nachzeit von einer Minute wird angezeigt und die wird jetzt genutzt zum Wechsel. Niklas Gronkh hier für Anton Fink. Da ist der Wechsel und dann werden wir das Ding hier über die Zeit gebracht haben, so ist es auch. 2-1 Sieg in Bielefeld. Balsam für die gescholtene Pokalseele. Jawohl, Leute, da haben wir es. Also 2-1 Sieg gegen Bielefeld. Wir konnten ein bisschen Frustbewältigung betreiben. Holen uns hier den Sieg durch Yannick Bandowski. Eingewechselt worden und getroffen. Das sieht doch schick aus, aber auch Aaron Wolf hat eine gute Leistung abgeliefert. Von daher weiß man gar nicht so richtig, wie man jetzt mittlerweile spielen lassen soll. Bandowski hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hat er stark gemacht. Ansonsten die beiden Stürmer heute nicht erfolgreich als Torschützen, sondern eher als Vorbereiter. Anton Fink und Marcel Achratz sieht man auch nicht alle Tage. Auch Koya Pusch mit einer guten Leistung heute. Ja, merkt man wohl ein bisschen doch, wen ich hätte im Pokalspiel bringen sollen. In so einem wichtigen Spiel, da habe ich doch vielleicht ein bisschen auf die vermeintliche Schwäche der Drittligisten gehofft. 800 Chemnitzer waren mit, 61% Ballbesitz hatten wir. Wir hatten ja 5 zu 4 Chancen, unsere Chancen waren relativ ausgeglichen. Aber wir holen uns am Ende den Sieg. Und verteidigen Tabellenführer, ich glaube, das ist jetzt schon der 7. Sieg in Folge. 1, 2, 3, 4. Also hier sind schon mal 4, 5, 6, 7. Jawohl, es ist wirklich der 7. Sieg in Folge. Klasse Leistung von unserer Mannschaft, wirklich. Schade, wie gesagt, dass es halt nicht geklappt hat mit dem Pokal, dass wir die Europa League sogar buchen könnten. Schalke hat es ja nämlich ins Pokalfinale geschafft gegen Nürnberg. Die sind ja fast sicher in der Champions League drin, von daher. Ja. Es ist bitter, aber was willst du machen? Wir können es leider nicht rückgängig machen. So, was sagt unser Hansa-Fan zum Spiel? Das war noch keine Voranstaltung um die Meisterschaft. Das geht. Das Ding ist noch lange nicht gegessen. Es wird kein Selbstgänger. Selbstgänger, oh mein Gott. Wir haben noch schwere Brocken vor uns. Jetzt wollen wir unsere gute Heimserie fortsetzen. Spielstatistik, da haben wir Yannick Bandowski in der 11. des Tages nach einzelner Einwechslung. Also Hut ab. Endlich wieder was gezeigt. Und jetzt geht's gegen Braunschweig. Haben wir ein 10. Heimspiel. Und gucken wir mal nach. Ja, unser Vertrauen, es steigt wieder an. Warum auch immer das gesunken war. Viele Tore. Ja, Vorschlag gibt's nichts. Wir haben alles aufgekauft schon. Von daher sollte ja so sein. Nach 2 Jahren Fußballmanager 13, dass man alles aufgekauft hat. Ne? 72 Trainingszuschauer sogar, meine Güte. So, Italien auf Platz 2 in der 5-Jahres-Führung, das gibt's ja gar nicht. Oh, was haben wir hier? Bernd Leno ist Spieler des Monats, der Torwart von Leverkusen mit 46,3% setzt sich durch gegen Kyakos Papadopoulos und Nils Petersen in Diensten von Borussia Dortmund. Ist da für 11 Millionen Euro hingewechselt? Ey, das ist ja, boah, das ist ja echt ein bisschen, meine Güte. So, Hinweise auf eine Schellbrett kriegt ein Sonderprämie. Okay, man hat die Woche Bandowski haben wir gesehen. Und Achatz fällt aus. Knieprobleme. 8 Tage. Damit wird das Spiel gegen Braunschweig wohl leider nicht sein. Vertragsende naht. Achtung, den Vertrag als Manager läuft in 3 Monaten aus. Sollten Sie eine Verlängerung anstreben, sollten Sie in der nächsten Woche mit dem Vorstand sprechen. Ja, müssen wir mal machen. Angebot für Daniel Hofstetter. Von Mainz. Was hat er für einen Wert? 1,2 Millionen. Ja, verhandeln tun wir immer mehr gerne, aber da müssen wohl mindestens 2 Millionen Euro auf den Tisch gelegt werden. Und dann ist das Ganze hier wie gegessen. Hofstetter, also was der für eine Entwicklung gemacht hat, vor allem diese Saison. Das ist schon überragend. Kann man so sagen, so Achatz wird ausfallen. Das können wir so hier mal festlegen, halten. Ja, so ist es. Marcel Achatz fällt aus für das Spiel gegen Braunschweig. Was ist denn da jetzt los? Warum haben wir jetzt minus 1,9 Millionen? Warum ist es immer so viel Minus jetzt? Das war noch eben gerade. Alter Scheiße, das gibt's ja gar nicht. Okay, so, wen werden wir dafür einsetzen?
Ist natürlich eine schwierige Frage jetzt. Oder spielen wir doch mit Doppel 6 gegen Braunschweig? Hector im Mittelfeld, ich würde sagen, ja. Wir spielen dann mit Doppel 6. Gronk hier kommt dafür dann in die Partie. So. Zack, Hector. Zack. Fink, einzige Spitze wird das wieder machen denn. Aber es kommt dann ein Stürmer wieder in den Kader dazu. Nämlich Albert Bunyaku für Achatz, ganz klar. Heute darf er dann wieder mal dabei sein. Und jo. Na, was heißt heute noch? Ist ja nicht so weit. Dann geht's dann her in die englische Woche in die Nummer Dresden. Da wollte ich hin. Geführte Gespräche, Weißenberger. Ja, gut, da kann man nichts zu sagen. Gronk hier hat gut trainiert. So, dann haben wir Lodric. Gibt im Training alles. Noch ein bisschen mehr kommt von dir. Was haben wir noch so? Achatz. Hat sich die Saison sehr verbessert. Überrascht, dass sie eine gute Entwicklung mitbekommen haben. Dennoch freut er sich über ihre Worte. Klar, es ist eine Riesenentwicklung von ihm. Aber er lobt auch noch mich. Das ist ja schön. Kevin Müller. Gut trainiert. Was haben wir noch? Hofstetter Bandowski. Super letztes Spiel, klar. Janik Bandowski. Und Hofstetter. Du bist wichtig, du kannst einfach gehen. Ja gut, er geht ja nicht. Bahrain Arabi. Bist du teuer, um Ziele runterschauen, was er für Ziele möchte. Mit vielen von Flanken spielen, na gut. So, Anton Fink, was haben wir hier? Was haben wir denn den guten Anton Fink? Nächstes Spiel brauche ich den Topform. Jawohl. Er muss wieder treffen. Und dann haben wir noch Jonas Hector, gut trainiert. Fertig. Und dann versuchen wir es doch gleich nochmal. Mit Anton Fink hier um eine Verlängerung. Nein, er ist nicht mehr motiviert, er wird verlassen. Bitter, bitter, bitter. Vor allem aufgrund unseres Kontostands natürlich noch. 800.000 Euro ist ein bisschen wenig. Na, was ist denn hier los? 2 Millionen will ich haben, aber dann wird das Ganze hier gleich abgebrochen. Das ist sehr gut. Dann halt die das Ganze hier für gescheitert. Jawohl. Jungspieler haben wir immer wieder. Einen aus Schweden. Alexander Hedbolm. Klar, immer. Haben wir immer Glück gehabt damit. Scouting abgeschlossen für Braunschweig. Jungspieler da. Stürmer 37. Naja, nee, müssen wir nicht unbedingt haben. So, es geht gegen Braunschweig, gegen die Truppe von Thorsten Lieberknecht. Ja, jetzt brechen Verhandlungen ab, jawohl. Und Senkrechtstart der Saison, Niklas Gronk hier ist dabei. Zu Saisonbeginn noch eine Stärke von 57, mittlerweile eine 61. Ist er, und natürlich auch Marcel Achatz, ganz klar. Aaron Wolf ist auch dabei, auf Platz 10 sogar noch. Also wir haben schon ein paar gute Jungs beisammen, auf jeden Fall. Und jetzt geht's gegen Eintracht Braunschweig. Das sehen wir uns dann beim nächsten Mal ja an. Im Text muss natürlich sowas haben wir noch. Der Motivationslehrer. Nö. Brauchen wir nicht. So, hier, St. Pauli. Also. Ja, verhandeln, ja. Was hat er für einen Wert? Ist genauso wie mit Hofstetter. Verhandeln, ja. Na, meine Güte. Da ist ja was los. Erste Mannschaft. So, okay, Junghan macht auch eine Entwicklung, ey, meine Güte. So, lassen wir Bandowski heute ran. Ich würde sagen, Wolf hat mal eine kleine Pause verdient, wir lassen Bandowski ran. Und dann, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder zum Spiel gegen Braunschweig. Haut rein, Leute, euer Hansa-Fan. Ciao, ciao.